Ich kann nun leicht mal in eine andere Instanz gehen, mal gucken. Ist halt alles ein bisschen sehr einfach. Könnte eigentlich in Mists of Pandaria in die Raid-Instanz mal gehen. So, jetzt ist Horns schon wieder ready. Wie gesagt, wenn die schnell sterben, kann man auch Horns halt fast spammen. Inwieweit das jetzt wirklich hinterher von Relevanz wird, ist die Frage. Allerdings finde ich persönlich so ein ein Spell, den man so ein bisschen halt spammen kann, an sich eigentlich immer eine gute Idee. Und auch das mit Drain Life. Ja, spielt sich an sich eigentlich ganz nett. Das alles zudotten hier. Und Horns setzen, wenn es halt geht. Und also dann, wenn die halt mehr aushalten, dann halt noch Unstable Affliction machen. Aber ja, die sterben halt immer so schnell, dass es nicht wirklich notwendig ist. Noch, dann kann ich den nächsten Boss beschwören. Das heißt, hier muss man nicht mal ein Stable Affliction setzen, weil die eben sehr schnell tot sind. Aber wenn man davon ausgeht, dass die halt ein bisschen mehr Leben haben, weil es einfach jetzt 100, also Level 100 plus Gegner sind, dann könnte man auch davon ausgehen, dass dann Horned eben auch relativ viel Sinn macht. Aber inwieweit das dann wirklich so vom Damage her ist, kann man schlecht sagen. Dafür müsste ich die Legion Beta spielen können. Kann ich leider nicht, weil ich kein Beta-Key habe. Was ich immer auch schade finde, weil sonst hätte ich schon zig Videos zu der Beta gemacht. Aber naja. Also Dot setzen und Unstable Affliction und Channeln. So. Nachsetzen. Und ist noch nicht ready. Ja. Wie gesagt, sonst habe ich auch ein Addon dafür, die mir halt, das mir vor allem, wie heißt es nochmal? F-Dots heißt es. Und da wird eben auch genau angezeigt, wo man die Dots halt nochmal neu setzen muss. Das ist eigentlich super, oder als Affliction Warlock nimmt man halt, ja, als anderes super Addon, ja. Vortex Sources könnte man halt auch nehmen. Aber ich persönlich finde F-Dot super für Affliction Warlock. Ich würde auch nichts anderes mehr nehmen wollen. Und man verbindet das halt einfach mit Forte. Das heißt, mit F-Dot sieht man die Dots auf dem Main-Target und mit Vortex Sources sieht man eben dann die Dots auf den auf dem Second-Target oder auf den anderen Targets, gerade auf den kleinen oder so. Aber an sich ist das die Spielweise. An sich ändert sich so nichts. Wenn man jetzt die Talent Auswahl so nimmt, wie ich es hier vorgeschlagen habe. Das ändert sich natürlich im Hinblick auf Legion dadurch, dass man den Stab dann hat, also die Artifact Weapon, und dadurch dann eben neue Spells hinzukommt, also vor allem ein Spell hinzukommt. Und das ist, glaube ich, der dann die Seelen irgendwie entzielt oder irgendwie so war das halt. Ja. Zum nächsten Video versuche ich auch die Addons dann drauf zu haben, dann sieht man das auch ein bisschen besser und kommt dann immer mehr dem entgegen, wie ich es dann wahrscheinlich auch dann zum Release von Legion oder zumindest zum Pre-Patch dann spielen werde. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich wollte jetzt erstmal nur schauen, inwieweit der PTR überhaupt läuft, und der läuft im Moment sehr flüssig.